Hallo, willkommen zu meinem nächsten Vlog. Ich bin mal wieder im Park. Ich habe es wieder nicht geschafft, einen schönen Ausflug zu planen. Also blieb mir nichts anderes übrig, als bei dem schönen Wetter mal wieder hierher zu kommen. Was mich ein bisschen überrascht hat, war dieses Event hier für Hundebesitzer. Keine Ahnung, was die hier alles anbieten, aber auf jeden Fall gibt es einen Lauf, also einen Marathon, wo man mit seinen Hunden zusammenläuft. Und die Wiese ist voll mit Hunden. Der Lütte schläft ausnahmsweise mal nicht. Mal gucken, vielleicht meldet er sich später mal zu Wort. Allerdings werde ich auch nicht so lange aufnehmen, weil ich keinen Speicherplatz auf meinem Handy frei habe. Wohin das Auge schaut. Eigentlich wollte ich den Lütten hier ein bisschen laufen lassen. Momentan steht er total aufs Laufen. Allerdings hat er mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er hat sich einfach hingesetzt, sich ein Stück Rinde gekrallt und hat genüsslich drauf rumgelutscht. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass er nicht nur gelutscht hat, sondern auch gegessen. Wie kleine Kinder halt so sind. Ja, laufen ist so ein bisschen die Sache bei uns. Er mag nicht an der Hand laufen. Ich bin ja meistens alleine mit Kinderwagen unterwegs und dann ist es ein bisschen doof. Also ich kann nicht den Kinderwagen neben ihm herschieben und ihn laufen lassen, außer auf einer Wiese. Aber Wiese findet er irgendwann langweilig. Ich möchte am liebsten im Einkaufszentrum überall laufen. Und das geht halt nicht, wenn er sich nicht an der Hand fassen lässt. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Er ist jetzt gerade mal ein Jahr alt, aber er hat schon so einen Dickschädel. Das ist unglaublich. Ja, ansonsten arbeitstechnisch hatte gestern gerade einen Garten, mussten Kaki pflücken, sind dann nachmittags noch zu einem anderen Garten gegangen, der total zugewuchert war, wo wir einmal Tabula Rasa gemacht haben, aber dazu wird dann noch ein Blogpost folgen. Morgen ist Sonntag, aber morgen werde ich vormittags auch zur Arbeit gehen. Ich konnte meinen Mann überreden, dass er babysittet. Da werden wir im vierten Stock das Grün vor den Fenstern machen. Das sieht auch unglaublich furchtbar aus. Da werde ich helfen. Blogtechnisch bin ich momentan super am Schreiben. Ich habe ganz viele fertige Blogposts. Also bis Januar auf jeden Fall werde ich regelmäßig posten können. Ich glaube, ich schaue mich jetzt noch ein bisschen um. Mal gucken, was es so gibt. Und sag dann mal Tschüss für heute. ご協力お願いします。